willkommen zu einem weiteren Halloween-Special. Heute Nacht werde ich Friday the 13th, der Computer Game, bzw. Freitag der 13. das Computerspiel reviewen, und zwar für den Commodore 64. Und los geht's! Freitag der 13. das Computerspiel ist ein Actionspiel, welches entwickelt und veröffentlicht worden ist von Domark Software, und zwar im Jahre 1985. Das Spiel basiert hauptsächlich auf dem vierten Teil von Freitag der 13., das letzte Kapitel. Das Spiel wurde veröffentlicht für Commodore 64 auf Diskette und Kassette, das ist die Kassettenvariante, und auch für den Amstrad und Spectrum Computer. Es hat auch noch eine NES-Version gegeben von Freitag der 13., und zwar diese hier. Sie wurde aber gemacht von einer anderen Firma, und zwar von LGN, und wurde 1989 erst veröffentlicht. Und im Endeffekt ist es ein komplett anderes Spiel, das heißt, über das werden wir heute nicht reden. Schlecht. Wurscht. Bevor wir mit dem Spiel anfangen, gibt es auf der Rückseite der Box ein paar Hinweise, die wir beachten müssen. Nummer 1. Sicher gehen, dass alle Türen versperrt sind, alle Fenster zu sind und die Vorhänge vorgezogen sind. Check. Nummer 2. Alle Lichter abdrehen, falls es nötig ist, soll man Kerzen benutzen. Check. Nummer 3. Oma sollte nicht im Raum sein. Ich würde ehrlich gesagt noch sagen, dass Opa ebenfalls nicht im Raum ist. Check. Nummer 4. Den Computer bzw. die Lautsprecher auf maximale Lautstärke stellen. Danach das Spiel laden. Man wird überrascht sein. Seid ihr bereit? Gut. Check. Wow, bei dem Schrei habe ich mir als Kind halber in die Hosen gemacht. Und ich gebe zu, wenn ich ihn heutzutage höre, dann stellen sich bei mir immer noch ab und zu die Nackenhaare auf. Aber wir sollten uns besser daran gewöhnen, da wir diesen Schrei des Öfteren hören werden, und zwar jedes Mal, wenn einer ins Gras beißt, beziehungsweise ab und zu, falls man eine Leiche findet. Als allererstes, worum geht es eigentlich in dem Spiel? Man spielt einen Besucher des Crystal Lake Ferienlagers, wo Jason Voorhees gerade seinem Hobby nachgeht, und zwar einen Amoklauf durchführt. Eure Aufgabe ist es herauszufinden, hinter welchen der 10 Besucher sich Jason verbirgt und die restlichen 9 Personen an einen sicheren Ort bringen und danach Jason besiegen. Das Spiel beinhaltet 5 Level und in jedem Level spielt man einen anderen Charakter, und das sind unsere 5 Charaktere. Gary King, Wendy Watson, Brian Bone, Amanda Baxter und Stuart Palmer. Im ersten Level spielt man Gary King, und man fängt gleich einmal in der Kirche an, und man fängt immer in der Kirche an, egal mit welchem Charakter. Die Kirche ist eines von 3 Gebäuden, die man betreten kann in dem Spiel. Die anderen 2 sind eine Scheune und ein Ferienhaus. Der Rest des Spiels spielt sich im Freien ab. Unterhalb des Hauptbildschirms auf der linken Seite haben wir mal die Punkteanzahl, und darunter haben wir 3 Anzeigen. Die erste ist das sogenannte Scarometer, welches den Paniklevel des jeweiligen Charakters anzeigt. Je mehr Panik er oder sie gerade empfindet, desto mehr stellen sich die Haare bei dieser Figur auf. Und laut der Anleitung greift Jason immer die Person an, die den höchsten Paniklevel vorweist. Daneben haben wir dann die Stärke des jeweiligen Charakters. Je höher das Gewicht ist oder je höher die Handel ist, desto mehr Hitpoints hat man. Also im Grunde genommen ist das eine Lebensleiste. Und daneben hat man dann den geistigen Zustand des Charakters, was im Grunde genommen ein Timer ist. Es ist ein Bild von der Eishockeymaske von Jason, die sich langsam aufbaut. Und wenn man die Maske komplett sehen kann, dann ist die Zeit abgelaufen, das Spiel ist aus, da der Charakter wahnsinnig geworden ist. Dann auf der rechten Seite oben sieht man, welche Waffe man zurzeit besitzt. Und darunter hat man einen kleinen Statusbildschirm von den 10 anderen Besuchern. Und wenn eine dieser Figuren stirbt, dann sieht man einen kleinen Grabstein statt dieser Person. So, und jetzt da, wie spielt man das Spiel? Als erstes muss man schauen, dass man das Kreuz findet. Und das Kreuz befindet sich in eines der 3 Gebäuden. Der Raum mit dem Kreuz ist der sichere Zufluchtsort für die anderen Besucher. Und nachdem man das Kreuz gefunden hat, kann man den anderen Besuchern Bescheid geben, dass sie sich dorthin begeben sollen, indem man sie berührt. Wenn man will, kann man das Kreuz aufheben und es in einen anderen Raum ablegen, nur man kann das Kreuz nicht benutzen als Waffe und man kann es auch nicht außerhalb der Gebäude abstellen, da es für die Gebäude gedacht ist.
Jetzt, wo wir das Kreuz gefunden haben, müssen wir schauen, dass wir so viele Besucher wie möglich in diesen Raum bringen. Und für jede Person, die sich in diesem Raum befindet, kriegen wir pro Sekunde 10 Punkte. Und ja, zu guter Letzt müssen wir dann halt eben rausfinden, wer von den Personen Jason ist, beziehungsweise müssen wir schauen, dass wir Jason zur Strecke bringen. Mit einer von 9 verfügbaren Waffen. Es gibt 5 Nahkampfwaffen, es gibt ein Messer, es gibt eine Heugabel, eine Machete, eine Kettensäge und eine Axt. Die Axt ist die stärkste Waffe in dem ganzen Spiel. Und es gibt auch 4 Wurfwaffen. Es gibt eine kleine Axt, es gibt einen Hammer, einen Speer. Und die 4. Waffe ist irgendwie schwierig zu sagen, was sie darstellen soll. Nur ich glaube, das ist ein Dartpfeil. Das Kreuz und die Waffen werden in jedem Level neu verteilt. Und zwar wahllos. Das heißt, sie sind nie am gleichen Platz wie vorher. Man sollte auf jeden Fall schauen, dass man gleich von Anfang an zumindest die erste Waffe, die man findet, aufnimmt und erst später wechselt zu der Waffe, die man haben will, da es passieren kann, dass man gleich am Anfang in Jason über den Weg rennt. Weil es kommt auch immer wieder vor, dass der Jason sich gar nicht verkleiden tut, sondern der rennt gleich mit seiner schwarzen Kluft herum und will gleich irgendwie meucheln und dass man zumindest irgendwas zur Selbstverteidigung dabei hat. Gut, und das war jetzt da eigentlich, wie man das Spiel spielt. Wenn man jetzt den ersten Level geschafft hat mit Gary King, startet man im zweiten Level mit Wendy Watson, dann mit der Amanda Baxter, dann mit Brian Bone und zu guter Letzt mit Stuart Palmer. Und nachdem man alle 5 Level geschafft hat, fängt das Spiel aber wieder von vorne an. Das heißt, man kann das Spiel nicht wirklich durchspielen, sondern es geht eigentlich hauptsächlich nur um die Highscore in dem Spiel. Außerdem, es ändert sich auch nicht so viel von Level zu Level. Der Jason wird ein wenig stärker und der einzige Unterschied bei den Charakteren ist, jeder hat unterschiedliche Hitpoints, das heißt die Lebensleiste ändert sich von Level zu Level, aber das war es dann auch schon. Die Grafik, muss ich zugeben, ist unterdurchschnittlich in dem Spiel, außer der Titelbildschirm, der schaut richtig cool aus. Und es gibt auch 2 gruselige Bilder, die man nur ab und zu sieht, und zwar, wenn man jetzt eine Leiche findet, kommt es vor, dass man diese Bilder sieht, aber es passiert nicht sehr oft. Die Musik ist ehrlich gesagt sehr gut für ein Commodore 64 Spiel und ja, der Soundtrack, der beinhaltet 7 verschiedene Musikstücke, also das ist nicht einmal schlecht. Und zwar hat man da jetzt zum Beispiel Old MacDonald hat eine Farm, dann gibt es auch ein paar klassische Stücke von Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven. Dann die Steuerung ist simpel, aber sie funktioniert 1A und ja, meiner Meinung nach finde ich, hat das Spiel eigentlich eine relativ gute Atmosphäre. Aber das Spiel hat auch einige Probleme und ja, wie zum Beispiel das Zeitlimit in den jeweiligen Leveln. Ich habe es zwar jetzt nicht gemessen mit einer Stoppuhr oder sonst irgendwas, aber man hat ungefähr 45 Minuten für jedes Level. Das ist ein wenig zu viel für ein so simples Spiel. Also kann man nicht wirklich sagen, dass die Level ein Zeitlimit haben, weil bei 45 Minuten ist ein bisschen zu viel. Dann außerdem kann es immer wieder vorkommen, dass der Jason oder einige von den Besuchern hängen bleiben an irgendwelchen Hindernissen, wie jetzt zum Beispiel an einem Zaun. Dann ab und zu kommen immer wieder Grafikfehler vor und die passieren meistens, wenn man gerade mit dem Jason kämpft. Außerdem finde ich es auch lustig, die Charaktere schauen ihren Bildern eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Ich meine, die Wendy schaut aus wie die Amanda schaut aus wie die Wendy, der Stuart und der Gary, die schauen überhaupt komplett gleich aus und der Brian schaut auch komplett anders aus wie sein Bild. Aber gut, ich glaube, jetzt werden wir kleinlich. Wenn man will, kann man in dem Spiel irrsinnig leicht cheaten, was ich aber nicht empfehlen würde, weil dann macht das Spiel ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß mehr. Aber wenn ihr unbedingt cheaten wollt, also ihr könnt zum Beispiel Leute zurück ins Leben rufen, indem es auf die Leichen einfach ein paar Mal eindrescht. Dann stehen die wieder auf und rennen wieder munter herum. Oder ihr könnt das gleich von Anfang an herumrennen und jeden Besucher einmal attackieren. Der Grund ist, wenn Jason in seiner Verkleidung ist und man trifft ihn, dann offenbart er sich einmal ganz kurz, man sieht ihn für eine Sekunde in seiner schwarzen Kleidung und dann geht er wieder zurück in seine Verkleidung. Und ja, so könnte man gleich rausfinden, welche der Personen jetzt der Jason ist. Und das Spiel bestraft einen nicht einmal dafür, dass man jetzt einen Unschuldigen attackiert hat oder nicht wirklich. Das Einzige, man hat eine kleine Zeitstrafe, die nicht wirklich ins Gewicht fällt. Es gibt dann eigentlich noch ein paar andere Sachen, worüber sich die Leute bei dem Spiel immer wieder aufregen, wie zum Beispiel Jason schaut jetzt nicht so aus wie in den Filmen oder
den Charakter, den man spielt, der rennt doppelt so schnell wie alle anderen. Und ja, zum Beispiel, man hat unendlich viel Munition mit den Wurfwaffen. Und im Grunde genommen, die meisten raunzen halt eben, hey, das Spiel ist so leicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel schwer ist, aber wenn man sich an die Regeln hält, nicht cheatet, dann ist das Spiel nicht mehr so leicht. Und wenn man wirklich einen Kick haben will in dem Spiel und eine Herausforderung braucht, dann empfehle ich, benutzt nur das Messer in dem Spiel. Das soll eure einzige Waffe sein, nichts anderes, nur das Messer, dann wird es ein bisschen schwieriger. Oder was ihr auch machen könnt, wart ihr, downloadet euch eine überarbeitete Version des Spiels, und zwar heißt die Sunday the 15th. Und ja, ihr könnt es euch holen von einer Website namens noname.c64.org, und zwar für einen Commodore 64 Emulator. Ich habe einen Link in die Beschreibungsbox reingeben, und in der Version wurden viele dieser Bugs oder Probleme behoben, und es wurden auch neue Sachen hinzugefügt in dieses Spiel, wie zum Beispiel die Jason-Bonusrunde, wo man für 3 Minuten die Rolle von Jason übernimmt und halt eben, ja, seinen Job übernimmt einmal. Okay, eigentlich hätte ich hier meine Review beenden können, aber ich wollte euch noch einen kurzen Blick werfen lassen auf die Verpackung und auf die Kassette.